Hello dear Tango Lover, we are Pablo and Ludmila, and before we start with the video, we want to tell you that in this year, 2022, we are trying to reach the 5,000 subscribers on our YouTube channel. We have prepared an amazing new musicality video with live music, and we are going to upload this video as soon as we reach the 5,000 subscribers. If at the moment when you're watching this, we already reached this goal, then you're gonna find the musicality video on this link here. But if you still don't see it, it means that we didn't reach the 5,000 subscribers yet. So subscribe now to the channel, hit the bell, and remember also to visit universetango.com so we can notify you at the moment when we upload this new musicality class. Now, right, let's start with the class review. Heute haben wir einen sehr langweiligen Schritt gemacht für den Mann, obwohl er ziemlich viel Beschäftigung hatte. Und das haben wir so absichtlich gemacht, weil ich wollte, dass der Mann mehr Zeit zum Denken hat. Was macht die Frau? In welchem Moment ihrer Sequenz ist oder in welchem Muster sie ist. 3, 4, 5 und so weiter. Ja, zu viel Quatsch, zeigen wir den Schritt einfach. So, zum Beispiel am Ende. Was macht der Mann? Na, 2, 3, 4, 5. Verzierung. Vorne. Hinten, vorne, 3, 4, 5. Das sind die Schritte des Mannes. Wirklich. Ganz langweilig. Aber das gibt mir Zeit, um zu denken, was macht sie? Ja, sie hat gekreuzt. Ocho, jetzt, vor, seit, ruhig und. Wie führe ich das weiter? Da ich keine Beschäftigung mehr hier habe, dann habe ich Zeit zum Überlegen. Und das macht mich bewusster von ihrem Tanz, was wir immer für Tanzen brauchen. Ja, wo ich bin, ist nicht so wichtig. Wo sie ist. Das ist wichtiger. Dann 3, 4, 5. Ich lasse den Fuß hier. Schritt vorwärts. Ocho für sie, während ich die Verziehung mache. Vor. Seit. Rück. Diesen Schritt rückwärts unterbreche ich. Voleo. Dann geht sie nach vorne. Hier schließe ich oder kreuze ich vorne. Sie machen Ocho vorwärts, dann gehe ich wieder nach vorne, da gebe ich einen Puls, ich stoppe, sie machen Voleo und dann 3, 4, 5. Da gibt es etwas sehr interessant. Wir haben das Konzept von Tanzen in Block. Das bedeutet, eine Bewegung, eine Führung, ein Konzept, das zu mehreren Schritten führt, damit man nicht jeden einzelnen Schritt führen muss. Das ist zu anstrengend zu führen und zu folgen. Und diesen Konzepten gibt es Sachen so wie 3, 4, 5, 8 vorwärts, 8 rückwärts. Nach einem Voleo vorne geht man nach hinten, nach einem Voleo hinten geht man nach vorne. Und das mischt sich hier alles. Grundschritt, 3, 4, 5. 8 vorwärts, hier gibt es nicht so viel zu führen. Das wird zu aufwendig. Nein, 8 einfach. Ab dieser Position, vor, seit, rück, nur ein Konzept. Gewicht verlagern, Rotation, nichts mehr. Vor, seit, rück. Aber wenn sie rückwärts geht, werde ich den Schritt unterbrechen. Vor, seit, rück. Was haben wir, wenn ich das unterbreche? Ein Voleo. Und nach einem Voleo nach hinten kommt immer ein Schritt nach vorne. Also, vor, seit, rück, Schritt nach vorne. Wenn ich hier nichts mache, ich erwarte von ihr, ein Ocho vorwärts zu machen. Jetzt gehe ich nach vorne, ich mache nichts, ich erwarte auch ein Ocho nach vorne. Aber bei diesem Ocho nach vorne gebe ich mehr Schwung und dann stoppe ich. Wenn ich das stoppe, dann macht sie ein Voleo vorwärts. Vorne. Und nach einem Voleo vorne kommt immer ein Schritt rück. Ein Schritt nach hinten. Hm. Ja? Da. Voleo vorne, Schritt nach hinten. Und wir sind genau bei welcher Sequenz hier. Was könnten wir hier anfangen? 3, 4, 5. Schritt, Schritt. Kreuz. Also alle Konzepte sind da verbunden. Wenn wir lernen, wie die Tango-Sprache zu sprechen, mit dem Körper, ja, zu tanzen, dann gibt es nicht so viel zu führen. Einfach das Konzept, ah, Voleo hinten, Schritt nach vorne, oh, Voleo vorne, Schritt nach hinten, ah, 3, 4, 5. Also es gibt nicht so viel zu überlegen, nicht so viel zu führen, mehr zu sprechen, diese Tango-Sprache. Ach, zu viel sprechen. Eine Sache noch.
wenn wir Chiro machen, versucht ihr immer nahe zu dem Mann kommen. Ja, nachdem, besonders hier, habe ich oft gesehen, ihr seid hier gekommen. Das ist viel zu weit. Auch wenn Serfus da ist, ich komme vorbei. Ja, aber je näher, desto besser für uns beiden. Ja.